Hi, ich bin Zelda und ihr schaut gerade Overland TV. Hi, herzlich willkommen zu Overland TV Frankfurt. Ich bin Matt und heute ist der 26. Mai 2013. Bereits vor einigen Wochen war die Skaterboy-Party im CK. Mein alter Co-Moderator Manuel, wer den noch kennen sollte, wollte einfach nur auf dem Podest tanzen und plötzlich ging der Spot an. Doch nicht nur die Skaterboy fand wieder Einzug im CK, auch die eine Sängerin da von den Weather Girls. In den letzten 4 Jahren im CK-Studio konnte man so einiges erleben. Samma Jacobs hat mich zum 4-jährigen Geburtstag wieder als Kameramann verbannt. Hi, mein Name ist Samma Jacobs und ich befinde mich hier beim CK-Studio zum 4-jährigen Geburtstag. Was eine geile Party. Alles Gute zum Geburtstag. Way, way, way. Einen wunderschönen Abend euch alle. Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist Claudia von Cartier. Besos. Alles Gute zum 4-jährigen Geburtstag. Der Geburtstag war nicht das einzige Special seit der letzten Folge. Ich war auch noch im Theatralala bei der Zartbitter-Vorstellung. Hab dort meine neue Lieblingslesbe kennengelernt, aber sie hat es anscheinend nicht so ganz mit Schwulen. Außerdem habe ich dort Freikarten verlost. Wer nicht mitgespielt hat, ist selbst schuld. Ja, dann frag doch mal. Ja. Achso, ich dachte, wir warten erst auf. Leg los. Achso, ja, stimmt. Alkohol, Entschuldigung. Das ist richtig gewesen. Wenn es heute irgendetwas gibt, über das ich nicht allzu glücklich bin, wie auch immer man auf so eine tuckige kleine Formulierung kommen mag. Die Künstler des heutigen Abends darf ich jetzt auch begrüßen. Habt ihr fein gemacht, deshalb stoßen wir jetzt gleich drauf an. Prost. Yay. Mit Wodka, den wir alle so toll schmecken können. Das wird wundervoll. Ja, toll. Du bist ja sehr schwulfeindlich in deiner Rolle. Ja, nicht nur in meiner Rolle. Okay, dann hat sich die Frage erledigt. Ich wollte fragen, was du sonst mit dem Jungen doch nicht als eine Frage. Entschuldigung. Ja, was hast du denn sonst so mit Schwulen am Hut? Oder mit Homosexuellen? Na Gott sei Dank nicht viel. Nein, ich muss wirklich mal aus meiner Rolle raus. Es ist ja schrecklich. Also, ich bin selbst lesbisch und ich, also ich bin selbst. Gut, wollt ihr sonst noch dem Publikum irgendwas mitteilen? Der Interviewführer ist ein super mit viel Alkohol auch ja. Nett. Ich habe gehört, der tanzt nackt mit uns. Nackt? Ja. Ja. Hat er gesagt. Ich war zum ersten Mal auf der Delicious im Gibson. Das Gibson ist erstmal eine richtig geile Location und die Show war so verblüffend, da musste ich einfach meine Kamera zücken. Hello out there, this is Zelda. Mein Name ist Zelda, ich bin heute Abend ausnahmsweise mal in Frankfurt auf der legendären Delicious-Veranstaltung.
Und zwar habe ich heute live meine letzte neue Single performt, und zwar Timmy Flair featuring Zelda, Rainbow's End. Und da hat Ronnie Golding, der heute Abend übrigens auch super genial aufgelegt hat, einen Remix von gemacht. Ich hatte die Ehre, heute Abend genau diesen Remix live zu performen, und zwar mit dem Act Blush aus Amsterdam. Where is the rainbow's end? I'm looking for my part of gold. I'm right by the line. It's getting clearer every day. No tears in my eyes. I had to walk those girls away. Natürlich habe ich auf der Delicious auch Bilder gemacht, die ihr wie gewohnt auf der Homepage sehen könnt. Wer dort auch Bilder gemacht hat, ist Mary, die wir alle natürlich von der Gap kennen. Doch diese fotografiert nicht nur, sie singt auch. Und war vor einigen Wochen bei einem alten Verein, hat ihnen ihre Musik und die Szene etwas näher gebracht. Alle Veranstaltungen im Juni findet ihr auf www.overline.tv. Oder ihr bleibt nach diesem Spot noch dran und lasst euch die Highlights von mir präsentieren. Tolle Werbung, da hat's wohl jemand nötig. La 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 la. Naja, wir fangen an mit den Party-Highlights im Juni. Los geht das Ganze mit der Club 78 White Night am 1. Juni ab 22 Uhr in der Unionhalle. Ich werde auch dort sein und Bilder machen. Nach weißen Klamotten muss ich noch schauen, aber unter dem schwarzen Hemd bin ich sowieso weißer als jedes Stück Papier oder jedes T-Shirt. Weiter geht's mit dem Alte Gasse Fest am 16. Juni zwischen 12 und 23 Uhr. Es wird eine schöne Bühne aufgebaut. Wo waren das nochmal? Ich glaube, in der Alten Gasse. Das wäre nämlich so ein bisschen naheliegend. Und das letzte Highlight im Juni ist die 1001 Gay Oriental Night im Orange Spiel ab 23 Uhr am 28. Juni. Wobei, das letzte Highlight war es doch noch nicht. Das letzte Highlight im Juni ist am 30. Juni wieder die neue Overline-TV-Folge. Alle weiteren Veranstaltungen, Bilder und sonstiges findet ihr auf der Homepage www.overline.tv. Ich bin raus und bis nächstes Mal. Tschüss.